Was ist eigentlich Interface Design? Und was macht man als Interface Designerin? Das wollen wir kurz und klar erklären. Mit einem User Interface kann man digitale Geräte wie Smartphones oder Computer bedienen. Ein gutes Interface zeigt, was für die Bedienung wichtig ist. Texte und Icons auf einem Screen verdeutlichen, was man mit dem Interface alles tun kann. Mehrere Screens bilden oft eine Einheit. Das kann dann eine App sein, eine Webseite, ein Musikinstrument, ein Fotoalbum, ein Notizheft oder etwas ganz anderes. Diese Applikationen laufen auf Geräten. Das können Computer sein, aber auch Armbanduhren, Smartphones, Museumsexponate oder Fahrkartenautomaten. Und auch diese Geräte müssen gestaltet sein. Apps und Geräte sollen benutzt werden. Und wir wollen natürlich wissen, wie sie verwendet werden. Daher wird beim User Experience Design sehr eng mit den NutzerInnen zusammengearbeitet. So können wir herausfinden, ob unsere Ideen funktionieren. Menschen machen mehr als nur auf ihre Handys zu schauen. Sie reisen, kaufen ein und müssen mal zum Arzt. Es gibt viele Aktivitäten und Dienstleistungen, die größer sind als eine App. Service Design gestaltet solche Erfahrungen und bringt dabei die Bedürfnisse von ganz unterschiedlichen AkteurInnen unter einen Hut. Menschen leben und arbeiten in Häusern, Nachbarschaften und Städten und inzwischen manchmal auch in Virtual Reality. Unsere Umgebung ist zunehmend mit Sensoren, Bildschirmen und Reglern ausgestattet. Auch hier stellt sich die Frage, wie die Technologie für Spaß und Produktivität, aber auch im Hinblick auf Privatsphäre und Nachhaltigkeit gestaltet werden kann. Wenn Menschen sich durch die digitale Welt bewegen, produzieren sie Daten. Diese Daten sind abstrakt und bleiben unsichtbar. Umso wichtiger ist es, sie begreifbar zu machen. Dafür entwerfen wir Datenvisualisierungen. Digitale Technologie verändert unsere Gesellschaft. Dabei müssen wir uns immer wieder fragen, wie können wir mit unserer Gestaltung positive Zukünfte begünstigen und negative Konsequenzen vermeiden? Welche alternativen Entwürfe zu unserer aktuellen Lebenswelt sind möglich? Dies sind Fragen des Speculative Designs und des Transformation Designs. Die Menschheit steht vor einer Reihe großer Herausforderungen. Klimawandel, Artensterben, Überwachung, soziale Ungerechtigkeit, internationale Krisen. Dies sind alles Themen, die uns auch als GestalterInnen beschäftigen. Sustainable Design kann hierzu wertvolle Beiträge leisten. Wir sind in nur wenigen Sekunden vom einfachen Button zu globalen Herausforderungen gelangt. Doch alles, was eben angesprochen wurde, ist Teil des Interface-Design-Studiums an der FH Potsdam. Die Lehrenden des Studiengangs bringen ihre vielfältigen Erfahrungen aus Forschung, Theorie und Praxis in die Vorlesungen und Projekte ein. Die Studierenden können ihre ganz eigenen Themen finden, neue Fragestellungen verfolgen und ihre eigene Formsprache entwickeln. Damit bereiten wir unsere Studierenden auf die vielfältigen Chancen und Herausforderungen des Berufslebens als GestalterInnen vor. Bewirb dich bei uns. Alles auf Start.